Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, es ist etwas eher Ungewöhnliches, wenn sich der Pfarrer in Briefform an euch, die Gemeinde, wendet. Eigentlich sollte man ja erwarten, dass er selber da ist und dass er predigt und nicht einfach nur von der Ferne einen Brief schreibt. Predigt in unserer Tradition ist ein kommunikatives Geschehen zwischen dem Heiligen Geist, der Pfarrerin oder dem Pfarrer und denen, die zuhören, der Gemeinde also. Und wenn der Pfarrer dann schon einmal nicht da sein kann, weil er krankgeschrieben ist, dann könnte man doch eigentlich erwarten, dass für eine Vertretung gesorgt wird. In vielen Gemeinden wäre das auch so. Und es ist auch in unserer Gemeinde schon oft so geschehen und wird wohl auch in Zukunft noch oft so sein. Liebe Hörerinnen und Hörer dieses Briefes, wer schreibt denn heute noch Briefe? Wenige von uns tun das. Wir schreiben eher E-Mails oder Messages auf elektronischen Internetplattformen wie Facebook, Gay Romeo, Skype oder wie sie alle heißen. Selbst ich, der ich mich in vielen Dingen eher als altmodisch sehe, bin dort angemeldet und kommuniziere mit Menschen in Deutschland, in Europa, in Amerika. Ich schreibe SMSs über mein Handy und weiß, dass ich damit eigentlich schon wieder nicht ganz modern bin. Denn es geht nur viel schneller, moderner, aktueller. Man chattet miteinander, das heißt, man tauscht per Internet oder auch dem Handy kurze Sätze miteinander aus. Das geht schnell und anscheinend unkompliziert. Und viele der jüngeren Menschen können so etwas selbst im Gehen erledigen. Miteinander reden, kommunizieren, scheint heute also noch einmal eine Stufe schneller geworden zu sein. Und dann gibt es noch Menschen, die, ebenfalls im Internet, einen steten Strom von Informationen loslassen, ohne wirklich zu wissen, wer es liest, ob da überhaupt ein Gegenüber da ist. Twittern, also zwitschern wie die kleinen Vögel, nennt man das. Ihr merkt sicher, vieles an dieser neuen Art der Kommunikation ist mir fremd. Und dennoch schreibe ich euch heute diesen Brief. Es ist ein altmodisches Mittel. Aber heute ist es für mich eine gute Art, mit euch zu reden. Ich bin immer noch krankgeschrieben und kann daher heute nicht bei euch sein. Ich bin nach meiner Operation am Leistenbruch auf dem Weg der Besserung, fühle mich schon wieder wesentlich besser, soll mich aber schonen. Ich habe mich sehr über die guten Genesungswünsche gefreut und darüber, wie viele Menschen angeboten haben, mir zu helfen. In ein paar Tagen werde ich bestimmt wieder fit sein. Aber es bietet sich für mich nun einmal in diesem Brief an, der so langsam und altmodisch ist, über ein paar Dinge nachzudenken. Der Brief an sich ist ja ein Mittel, das im Neuen Testament eine große Rolle spielt. Beinahe die Hälfte des Neuen Testamentes sind Briefe. Neben den vier Evangelien, die das Leben und das Wirken von Jesus Christus erzählen, und der Apostelgeschichte, die von der jungen Kirche erzählt, sind die Briefe ganz wichtig. Besonders der Apostel Paulus hat viele geschrieben. In ihnen redet er mit den Gemeinden, die er gegründet hat, gibt Rat und Ratschlag, aber auch Lob und Tadel für das tagtägliche Gemeindeleben. Und er erklärt den Gemeinden immer wieder und in großem Detail seine Theologie, also sein Reden von Gott. Dabei erklärt er den Gemeinden, was er von Jesus verstanden hat. Und was das im Leben dieser kleinen Gruppen von Menschen bedeuten kann, die sich da um die frohe Botschaft herum gesammelt haben. Er schrieb manchmal ganz praktisch, oft aber sehr theoretisch und kompliziert. Aber er bleibt mit den Gemeinden in Kontakt und er zeigt damit, dass das, was da geschieht, das Wachsen dieser jungen Gemeinden etwas ist, was größer ist als die kleine Gemeinde irgendwo vor Ort. Dass es sich lohnt, an diese ganz verschiedenen Gruppen zu schreiben. Und das finde ich jetzt ganz spannend, denn das ist etwas, was Jesus nie getan hat. Von Jesus haben wir keinen einzigen Brief, nicht einmal eine Postkarte aus dem Urlaub an seine Mutter Maria, wenn es sowas damals schon gegeben hätte. Nicht einmal ein: Liebe Mama, lieber Papa, bin in Jerusalem. Das Wetter ist schlecht, das Essen ist klasse und der Tempel ist ganz beeindruckend. Euer Jesus. PS, Petrus und die anderen Jünger richten liebe Grüße aus.
Nichts davon haben wir von Jesus. Wir haben nur die Erzählungen, die andere, oft lange nach Tod und Auferstehung, geschrieben haben. Und in diesen Erzählungen der Evangelien, den Evangelien, da hören und lesen wir von einer ganz anderen Art der Kommunikation, die Jesus benutzte. Er redete mit den Menschen. Er sprach sie an. Ihr habt es vorher gerade in der Lesung des Evangeliums gehört. Er spricht die Menschen an, ruft sie bei ihrem Namen und fordert sie auf, ihm zu folgen. Oder auch das kennen wir aus den Evangelien. Er setzt sich hin, das war immer die Haltung des Lehrers, und erzählt den Menschen vom Reich Gottes. Auch Jesus kann ganz unterschiedlich reden. Er kann Geschichten erzählen, die wir Gleichnisse nennen. Er erklärt den Menschen, wer er ist, die sogenannten Ich-Bin-Worte, und kann auch in seinen Reden, etwa der Bergpredigt, ganz schön theoretisch und kompliziert werden. Und wir wissen, dass er gerne mit den Menschen zusammensaß, bei gutem Essen und Trinken. Und ich bin mir sicher, dass es da oft tolle Gespräche gab und sicher auch oft viel zu lachen. Und Jesus konnte mit viel Geduld für Einzelne da sein, oft mitten in der Nacht. Und ich bin mir sicher, dass dort auch viele Tränen geflossen sind, wenn Menschen an der Schulter von Jesus weinten. Liebe Freundinnen und Freunde, die diesen Brief vorgelesen bekommen. Ich habe euch gerade in einem Brief über die verschiedenen Arten des Miteinander in Kontaktstehens geschrieben. Das lichtschnelle Chatten des 21. Jahrhunderts, das langsame Schreiben von Briefen an ganze Gruppen von Menschen und das Reden, das Ansprechen, das Zurufen, so wie es Jesus tat. Gerade als jemand, der eher altmodisch ist, könnte ich nun durchaus versucht sein zu sagen, all diese ganzen modernen Kommunikationsmethoden der heutigen Zeit taugen nichts. Aber Briefe, besonders so tolle und ausführliche wie die des Apostels Paulus, sind viel besser. Und natürlich die Methode von Jesus ist die allerbeste. Denn sie ist direkt und außerdem von Jesus selber und damit sowieso gut. Genau das will ich euch aber gerade nicht schreiben, weil es nicht stimmt. Denn jede dieser Methoden hat ihre Zeit und ihren Ort und vor allem ihre Situation. Jesus brauchte keine Briefe zu schreiben, da die Menschen, die er ansprechen wollte, direkt bei ihm waren. Er verließ sich darauf, dass sie später alles, was sie gelernt haben, weitertragen würden. Das war sein Auftrag an die Jünger und an die junge Kirche. Paulus nutzte Papier und Tinte, weil er viel unterwegs war, weil er Gruppen auf den Weg bringen wollte. Seine Aufgabe war es nicht, an einem Ort zu bleiben, sondern er wurde immer wieder weitergerufen. Und da bleibt eben nur das Mittel des Briefes, bis er das nächste Mal in der Gegend sein würde. Und heute, da freuen wir uns, von Menschen auf der ganzen Welt zu hören, zu wissen, wir sind nicht alleine in Stuttgart, sondern es sind Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt da, mit denen wir in Kontakt treten können, mit denen wir in Kontakt bleiben können. In Kontakt bleiben. Das ist es, um das es eigentlich und wirklich geht. Das ist es, um was es Gott geht. Die Form, die ist erst einmal unerheblich. Ich hätte euch auch eine E-Mail schicken können. Ich hätte auch eine Videobotschaft vorbereiten können oder eine Tonkassette aufnehmen. All das ist in der Vergangenheit in Kirchen schon gemacht worden. Aber die Form ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir miteinander in Kontakt bleiben. Miteinander und mit Gott. Kontakt mit Gott, das heißt beten und bitten und danken und schweigen, um Gottes Antwort in der Stille zu hören. Kontakt mit Gott, das heißt offen zu sein für neue Wege, die Gott uns führen wird, anderen überraschenden Begegnungen, die Gott uns schickt. Kontakt mit Gott, das heißt, immer wieder offen zu sein für diesen überraschenden Moment, wo Gott sich in unserem Leben bemerkbar macht, mit einer liebenden Berührung, einem überwältigenden Regenbogen, einer Predigt oder einem ganz überraschend neuen Satz, den du noch nie gelesen hast, in einem Brief, den Paulus vor beinahe 2000 Jahren an irgendeine Gemeinde in Kleinasien geschrieben hat.
Kontakt mit Gott, das heißt offen sein für die Menschen um uns herum. Und Kontakt miteinander, das heißt immer wieder herausfinden, wie dieser Kontakt zu den anderen, meinen Mitmenschen, meinen Nachbarn, den Brüdern und Schwestern am besten geht. Wie kann ich am besten mit dem Menschen in Kontakt sein, den mir Gott im Fest unseres Lebens gibt? Vielleicht gerade jetzt, wenn ihr diesen Brief hört, oder übermorgen im Büro und am Arbeitsplatz. Für mich ist es im Moment am besten, dass ich mit euch in einem Brief kommuniziere. Ich wäre eigentlich lieber bei euch, um euch zu sehen, um zu wissen, wer sitzt denn da im Gottesdienst. Aber dass ich Briefe schreibe oder dass ich predige, das heißt noch lange nicht, dass jede und jeder von euch von nun an Briefe schreiben und Predigten halten soll. So wie wir nicht Briefe schreiben müssen, weil Paulus es getan hat, und nicht einmal am See Genezareth wildfremde Fische ansprechen müssen, nur weil Jesus es getan hat. Aber wir müssen miteinander in Kontakt treten. Dass wir einander kennenlernen, einander begegnen. Dass aus den vielen Einzelnen ein großes Ganzes werden kann. Ein großes Fest für euch im Ludwigstift und irgendwie auf der ganzen Welt. Dass wir einander wahrnehmen, um zu hören, zu fühlen, was der andere, die andere braucht. Ist es Trost oder Zuspruch, ein Rat oder Hilfe oder einfach nur ein Witz, der in dunklen Zeiten der einzige Grund für ein Lachen ist. Und aus diesem Kontakt heraus soll dann Gutes entstehen. Dass wir einander von Gott erzählen, von dem, was Gott an uns und für uns getan hat. Von dem, was wir im anderen von Gott erkennen, von der guten Nachricht, und zwar den Teil, den wir verstanden haben. Liebe Schwestern und Brüder, versteht es bitte nicht falsch. Ich will nicht, dass alle Predigerinnen und Prediger werden, und wir sollen auch nicht alle Briefe schreiben oder die modernen Methoden lernen. Aber wir sollen alle miteinander und füreinander und für die Welt Theologen werden. Theologen, das bedeutet Theos, gleich Gott, und Logos, das Wort. Theologen, das bedeutet also Menschen, die von Gott reden. Und das sollen wir alle sein. In unserer je eigenen Sprache, unserer Art, an unserem Ort, manche von uns ganz leise mit einer netten Geste und einem Lächeln, manche als Predigerinnen mutig und wortgewaltig oder als Vorleserinnen von Briefen. Andere dadurch, dass sie Stühle hinstellen, auf denen Menschen Platz nehmen können, oder dass sie die Teetassen abspülen, die andere während eines privaten, intimen Gespräches ausgetrunken haben. Nur wenn all diese Stimmen zusammenkommen, können wir tatsächlich von der großen Fülle und von der Liebe Gottes erzählen. Wären es nur Predigten, wären es nur Briefe, dann wäre es viel zu wenig. Indem ich euch diesen Brief schreibe, merke ich, wie gerne ich jetzt gerade bei euch wäre. Aber für mich ist es gerade ganz gut, dass ich etwas Ruhe habe und meinen Körper ausruhen darf. Und ich bin unendlich stolz darauf, dass das so ohne weiteres möglich ist, dass ich felsenfest weiß, dass ihr miteinander und füreinander eine Gemeinschaft bildet, in der das Fest Gottes möglich ist. Und so will ich diesen Brief abschließen, mit einem Gruß, den Paulus in seinem Brief an die Epheser geschrieben hat und der es einfach auf den Punkt bringt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Axel.